You're weak. You me. Ich kann sie Trainingslager. Hallo! Hallo! Krass, mega verplatzt! Super! Hallo! Das war absolut das Velo, wäre einfach eh zu dick. Guten Morgen und herzlich willkommen zu der Trainingswoche Nummer 17. Crazy, wie schnell. So sieht mein heutiger Morgenmüsli aus. Und ich dachte, ich starte das Video heute mal nicht mit einer Quote. Einfach, weil mir irgendwie gerade keine passende Sinn kommt. Wir haben heute Dienstag. Gestern war Off-Day. Und diese Woche ist im Allgemeinen jetzt nach der letzten Trainingslagerwoche ist Recovery Week. Das heisst eigentlich einfach wirklich wenig Training. Aber, also heute ist auch Training, aber wirklich ohne Intensität, einfach eigentlich mehr aktive Erholung. Also ich gehe heute über den Mittag eine Stunde schwimmen, aber einfach wirklich so ein bisschen auf Technik schauen und just for fun. Und irgendwie am Mittwoch ist Velo, aber auch irgendwie nur eine halbe Stunde so aktive Regeneration und noch ein bisschen Stretchen und so Sachen. Mal schauen, was die Woche wirklich so alles geplant ist. Aber etwas, was ich eigentlich den Vlog von dieser Woche damit starten wollte, ist so, nachdem ich jetzt gestern den überkrassen Ironman Trainingslager Vlog gepostet habe, habe ich wie so gefunden, das ist auch ein mega wichtiges Thema, um darüber zu reden, wenn man schon so krasse Aufnahmen von sich selber macht oder irgendwie das so dokumentiert. Finde ich auch so, gehört genau so gut auch die andere Seite dazu, über Sachen zu reden, wo man damit struggelt oder wo einem vielleicht schwieriger fallen. Und für mich etwas, was mir immer mega schwierig gefallen ist, ich nehme an, das ist euch wahrscheinlich auch schon ein bisschen aufgefallen. Da möchte ich euch eine ganz kurze Story erzählen, wo ich im Sommer 2022 den Wechsel gemacht habe von Videoproduktionen. Also ich habe dort Videoproduktionen gemacht für Unternehmen. Ich hatte dort einen Mitarbeiter und habe so gesagt, hey, ich will mehr die Content Creator sein, ich will mehr Videos machen, die mehr und mehr bedeuten und wo ich das Gefühl hatte, ich kann anderen Leuten damit helfen. Und ich so den harten Cut gemacht habe und gesagt habe, ich nehme keine weiteren Kundenprojekte mehr an und eigentlich gehe all in auf das. Also auf so Content-Creator-Videos, also so Videos, wie du jetzt schaust, bin ich ein halbes Jahr wirklich komplett all-in gegangen. Und es hat einfach funktioniert. Es hat funktioniert, ich habe mega coole Unternehmen dürfen zusammenarbeiten und haben mir das wie so Step-by-Step eigentlich aufgebaut. Und haben wir aber in dieser Zeit, in diesen 6 Monaten, eigentlich so gut wie gar nie eine Pause gegönnt. Gemeinte Fähigkeit zur psychischen Erholung von der Arbeit. Und die höhere Ausprägung, das 9. ist, kann gut abschalten und zwischen Arbeit und anderen Lebensbereichen trennen. Und eine niedrige Ausprägung, also das 1 ist, das Abschalten fällt schwer, ist wenig erholungsfähig. 1 bis 2. Mhm. Ist es 2? Oder? Und was das bedeutet, ist, glaube ich, wahrscheinlich klar, oder? Das heisst, es dreht immer bei dir, oder so, oder? Absolut, ja. Also alles hat irgendwie müssen Content sein. 24/7 habe ich irgendwie nur ans Arbeiten gedacht. Wirklich sehr, sehr extrem. Und das hat bei mir so weit geführt, dass ich wirklich so im Dezember 2022 so ziemlich ausbrannt war wie noch nie. Zu dieser Zeit hatte ich aber auch Glück gehabt, weil mir hat eine Person dort geholfen. Also was ich dir jetzt sage, ist vielleicht sehr persönlich, ja. Aber es tut mir sehr weh, zum sehen, wie wenig dass du in der Gegenwart lebst. Und wie viel Sorge dass du dir machst. Und das wäre dann wahrscheinlich mal irgendwann in einem nächsten Call, den wir zusammen haben, dass wir wirklich mal ein bisschen mehr auf das Thema eingehen. Weil er hat das gemerkt, er hat mich dort einen Coach gehabt für im Sommer auch für den 100 Kilometer Ultramarathon in Biel. Er hat mir gesagt so, hey, ich sehe, wie du mega deine Sachen nachgehst und so, aber so wie du dich in deinem Video zeigst und wie du dich aber innerlich fühlst, das ist wie nicht die Wahrheit so. Dazu geführt hat, dass ihm wirklich auch eher hilfvoll in diesem Bereich, dass die Unruhe, die innere Unruhe, der hat so dort irgendwie immer ständig etwas passiert, wahrscheinlich aus dem Grund, bei einem 3. Oder und das, was die Leute bei dir sehen,
ist wahrscheinlich ein 6. Innerlich habe ich mich gestresst gefühlt und bin ich unwohl gewesen, aber ich wollte es wie nicht zulassen. Und aus diesem Grund habe ich nachher auch mit ihm zusammen angefangen, an diesem Aspekt von meinem Leben und von mir selber anfangen zu arbeiten. Es fehlt dir die Fähigkeit, um wirklich das können zu geniessen oder auch mal zu sagen, weißt du was, jetzt ist gut. Es muss nicht immer noch mehr und noch schneller. Du musst auch die Welt nicht jeden Monat oder mindestens all Jahr neu finden, sondern es ist okay, so wie es ist. Wenn ich aus dieser ganzen Zeit wirklich ein Learning rausziehe, wäre es das. Wenn du auf Social Media bist, dann scheint ja immer bei allen alles super zu laufen. Weil wir sind ja so dazu veranlagt, dass wir einfach so die positiven, die coolen Sachen teilen. Oder weißt du, Leute, die dich nur aus Social Media kennen, dann würden die wahrscheinlich sagen, subjektive Bedeutsamkeit von Peter, 9. Habe ich das Gefühl, oder? Beruflichen Ehrgeiz, glaube ich, auch 9. Verausgabungsbereitschaft, auch ganz hoch. Perfektionsstreben, ebenfalls sehr hoch. Genau, haben die das Gefühl, du sagst, ja, du bist immer so chillig drauf, dir geht es immer so gut, ganz hoch. Oder in dem Sinn. Resignationstendenz bei Misserfolg. Hätte ich auch gesagt, dass sie sagt, ja, der ist ja total chillt, oder? Und so, und hat alles im Griff. Innere Ruhe, Ausgleichenheit. Buddha, oder? Ist immer so gut drauf, lacht immer so, oder? Erfolgserleben im Beruf, ja, der ist so erfolgreich in dem, was er macht. Perfektes Leben, oder? Lebenszufriedenheit könnte überhaupt nicht besser sein. Erleben sozialer Unterstützung, mit dem will ja jeder Freund sein. Und eine Frage, die ich eben aus dem Coaching mit dem Stefan mitgenommen habe, ist, wie fühlst du dich innerlich von 1 bis 10? Also nicht äußerlich, weil zu dem Zeitpunkt, Ende 2022, habe ich äußerlich geile Videos machen können, die mir viel bedeutet haben, wo ich mit coolen Unternehmen zusammenarbeiten konnte, wo ich krasse Sachen erleben konnte. Und eigentlich hätte ich mich auf einem 10 fühlen. Aber innerlich habe ich vielleicht etwa auf einem 2 oder maximal auf einem 3 gefühlt. Es ist okay, so wie es ist. Oder? Und so der Satz, oder? Es ist okay, so wie es ist. Ich weiss nicht, wie leicht dass es dir fällt, um diesen Satz so auszusprechen, oder? Food for thought, hä? Und ja, das hat mir so. Das hat mir mega. Das hat mir wie so ein. Und das hat mir mega Hilfe gegeben, um mich immer so wie in so Leitplanken zu halten, um mich halt jede Woche, jeden Monat immer mal zu fragen, hey, wie fühle ich mich innerlich? Von 1 bis 10. Nicht äußerlich, nicht das, was man auf Social Media sieht, nicht das, wo du irgendwie einem Kollegen sagst, ja, es geht mir gut, wenn er dich fragt, einfach so oberflächlich, sondern wirklich so, hey, wie fühle ich mich innerlich von 1 bis 10? Und sei mit dir selber einfach nur so nett, wie du mit anderen bist. It's called self-love. Self-acceptance und, oder? So. Und wenn es auch zu lang, zu tief ist, auch zu sagen, hey, warum? Und dass man mit Leuten offen anfängt, darüber reden. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie gut oder nicht gut der Part jetzt rausgekommen ist gerade. Ich habe es probiert, irgendwie so ein bisschen kurz zusammenzufassen und zu erklären. Aber falls du auch irgendjemand bist, der vielleicht manchmal genau mit solchen Sachen strugglet, die niemand sieht, dann kann ich dich nur ermutigen dazu, mit Leuten mal darüber zu reden. Weil es sind halt Sachen, die niemand sieht, aber teilweise man richtig, 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 richtig fest damit strugglet. Das wäre also von dem Teil. Wir sehen uns im Hallenbad. By the way, ich bin heute Morgen nicht schwimmen, weil ich glaube immer noch komplett zerstört bin und irgendwie bis um 7 Uhr geschlafen habe.
Ich habe gestern zusammen mit Rebecca den Vlog geschaut, oder sie hat unbedingt schauen auf dem Fernsehen. Und ich habe es erstaunlich gefunden, wie viele Aufnahmen ich aufgenommen habe mit dem iPhone. Wie auch jetzt. Darum nehme ich jetzt auch einfach nur mal das iPhone mit ins Hallenbad. Und sie richtig gut, einfach von der Aufnahmequalität sind, aber auch vor allem von der Farbe her. So krass, weil mit der Kamera manchmal hat es mir doch ein paar Farben aber gar nicht so geil wurde oder gar nicht so, wie ich es bei mir auf dem Screen habe im Editing. Aber ja, ein riesen Detail. Aber was ich mega interessant finde und was ich mega würde wundern, wahrscheinlich könnt ihr es auch in meine YouTube Analytics schauen, ist, wie viel von euch einmal die Vlogs auf dem Fernsehen schauen. Also falls du es auf dem Fernsehen schaust, schick mir gerne mal ein Selfie auf Insta oder ein Bild vor dem Fernsehen. Würde mich sehr interessieren. Hallo. Okay, das war von diesem lockeren Training. Knapp 45 Minuten und irgendwie 2,4 Kilometer. Ich bin recht viel mit der Flosse geschwommen, einfach um möglichst mich auf Technik zu konzentrieren. Und es war schon sehr speziell, wieder hier im 25 Meter Pool zu schwimmen. Ich hatte das Gefühl, vielleicht ist das irgendwie ein bisschen bescheuert, aber ich habe das Gefühl, das Wasser ist viel weicher und irgendwie, ich habe viel weniger Widerstand. Also in dem Pool, weder in dem von Lanzarote. Aber es könnte auch sein, dass es komplett falsch ist. Aber ich habe viele gehört, die sagen, dass überall das Wasser immer anders ist und dass das Schwimmen immer anders macht. Ja. Interessante Fakten über Wasser. Übrigens, es fühlt sich irgendwie auch so ein bisschen so an. Als wäre ich so, ich weiß noch, wo ich ganz am Anfang angefangen habe mit dem Ironman, hat der Stefan so gesagt, ja, weißt du, du wirst motiviert sein und dann wird es wieder Phasen geben, wo du weniger motiviert wirst sein. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es ist die ganze Zeit bis jetzt immer so ein Anstieg gewesen, bis zum Trainingslager, wo ich wirklich so, Trainingslager ist ein riesen Highlight gewesen und ich habe eigentlich wie so auf das hergeschafft und mich immer mega darauf gefreut. Und jetzt ist es einfach vorbei und jetzt ist es so, keine Ahnung. Es fühlt sich so an. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich die Vlogs so lange mache. Also, dass ich die jede Woche mache. Und jetzt denke ich mir so, es sind noch so viele Vlogs bis zum Juli. Aber gleich, wenn ich wieder daran denke, was sind nur 3-4 Monate? Eigentlich ist es so kurze Zeit. Keine Ahnung. Anyways, jetzt gehe ich zum Mittagessen. Und heute Abend gehe ich noch ins Spa mit dem Nick. Ein bisschen Recovery, Eisbad, Sauna und dann ein bisschen baddeln. Ich kenne die Tage, wo ihr am Morgen einfach aufwacht, Storre auftönt und aus dem Fenster schaut und einfach denkt, es hat geschneit. Heute ist so ein Tag. Crazy. Ich habe zwei Päckchen bekommen. Das erste soll, glaube ich, das Buch sein. Ja. Psychologie des Geldes, da habe ich ja ein Hörbuch gelöst im Trainingslager. Und weil ich aber so viele Sachen habe notieren wollte, habe ich mir jetzt noch ein Buch bestellt, um es als Buch zu lesen. Und darum steht auch mein Laptop so da. Erst ist meine Tastatur kaputt gegangen. Wir sind nämlich mal am Boden gefallen und da unten ist sie komplett zerquetscht und ich musste mit einer Zange und einem Hammer den Control-Knopf flicken. Aber jetzt hat sie den ganzen Geist aufgegeben und jetzt habe ich mir eine neue bestellt. Plus mal noch auch eine neue Maus. Gut, das wäre es auch schon von dem Unboxing. Also, weil ich jetzt die Woche recht regeneratives Training habe, jetzt zum Beispiel heute, habe ich eine halbe Stunde auf dem Bett. Seit wann gibst du das so? Also, weil ich jetzt die Woche recht regeneratives Training habe, jetzt zum Beispiel heute habe ich eine halbe Stunde einfach auf dem Hometrainer oder einfach auf dem Velo, habe ich gedacht, ich mache ein kleines Q&A und habe euch auf Instagram gefragt, ihr sollt mir Fragen stellen und ich beantworte. Und ich habe gesehen, jetzt sind schon ein paar Fragen reingekommen und ich beantworte jetzt. Frage Nummer 1. Wie geht es dir körperlich mit diesen vielen Trainings? Ich glaube, so nach einer kleinen Eingewöhnungsphase, nach den ersten paar Wochen, hat sich eigentlich mein Körper recht gut daran gewöhnt. Ich bin sicher müder als sonst, vor allem am Wochenende, wenn ich immer so lange Einheiten habe. Aber sonst geht es mir eigentlich körperlich sehr, sehr gut. Beine rasiert und Unterhose weg. Nein und nein. Wirst du nach dem Ironman weiterhin so viel Sport machen? Gute Frage, wahrscheinlich eher weniger. Aber es kommt ein bisschen darauf an, was das nächste Projekt wäre nach dem Ironman.
Jetzt hat es aufgehört. Okay, da ist auch noch eine Frage. Was machst du, dass du nach einem erreichten Ziel nicht in ein Loch gehst oder kennst du das Problem gar nicht? Ich glaube, das ist normal, wenn man so mega auf etwas hinschafft, wo so wie der finale Moment gibt davon. Und dass, wenn das nachher fertig ist, dass es wie eine Lücke ergibt, wo es ja vielleicht die Leere gibt. Das haben wir auch schon mega viel haben wir das gesagt, mega viel haben wir vorgewarnt. Aber nachher kommt ja immer wieder irgendetwas, wo einem wieder begeistert und wo man wieder Bock drauf hat. Okay. Wie hast du das ganze Videoschneiden und Filmen gelernt? Feiere deine Videos mega. Danke vielmals. Ich habe das hauptsächlich gelernt durch Learning by Doing. Also ich mache mittlerweile Videos seit 2018 und ich habe einfach angefangen. Wirklich so, ich könnte auf meinem Instagram bis zu 100 scrollen. Es sind alle Videos noch online, die ich glaube jemals gemacht habe. Und ich habe es einfach gemacht by Doing. Also ich habe angefangen auf iMovie Videos zu schneiden und ja, es war einfach Learning by Doing gewesen. Und nachher natürlich sehr viel Online-Kurse gemacht, wie man Videos besser macht. Ich habe mir glaube von all den Creators, die mich immer inspiriert haben, ihre Online-Kurse gekauft und versucht von ihnen zu lernen natürlich. Also ich habe zum Beispiel Online-Kurs gekauft von Sam Calder, von Casey Neistat, vom Fulltime Filmmaker, von Lost LeBlanc und wahrscheinlich noch 20 mehr. Also das sind so die mir jetzt gerade in den Sinn gekommen sind. Was denkst du, nimmst du während dieser Ironman-Zeit am meisten mit fürs Leben? Schwierig zu sagen, weil die Zeit noch nicht durch ist. Aber ich denke, etwas, was ich jetzt auch schon, was ich aber auch schon vorher gewusst habe und was sich wie wieder bestätigt hat, ist so, du musst eigentlich keinen Plan haben von nichts. Du musst dir einfach das Ziel setzen und musst trauen, den ersten Schritt zu machen und auch keine Angst zu haben, ein kompletter Anfänger zu sein. Zum Beispiel bei mir war das im Disziplin Schwimmen, aber auch beim Velofahren. Ich meine, ich kann nicht mal das Velo haben, weil ja, wenn du einfach dran bleibst und einfach das genug lang machst, dann machst du tatsächlich Fortschritt. Und was ich sicher auch gelernt habe, ist, dass es immer wieder so grosszügige Leute gibt, die eher etwas viel besser sind als du und die sich Zeit nehmen und dir helfen. Wie viel Zeit verbringst du pro Woche mit Training? Letzte Woche in der Trainingslagerwoche waren es 26 Stunden, glaube ich. Und sonst sind es im Schnitt, glaube ich, zwischen 11 bis 12 Stunden. Jetzt die Woche, weil die auch wieder so ein bisschen erholender ist, sind es, glaube ich, nur ein paar Stunden. Was sind deine Top 3 Bücher punkto Persönlichkeitsentwicklung? Good luck beim Ironman. Danke vielmals. Top 3 Bücher würde ich sagen, wo man so muss lesen. Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, eins, das ich sicher empfehlen kann, ist Atomic Habits, also die 1% Methode auf Deutsch. Wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie. Auch absoluter Klassiker. Und das dritte, Die with Zero. Finde ich, sind drei Bücher, die man fast gelesen hat. Was ist deine Lieblingssportart von einem vom Ironman Velofahren? Einfach weil ich so ein geiles Velo habe. Macht es mir irgendwie huere Spass rauszugehen und irgendwie vor allem auch so, es hat wie mein Radius vergrößert. Vorher bin ich schon mega viel immer joggen und mit dem ist halt so, wenn du halt so auf eine Tour gehst, am Samstag oder am Sonntag, kommst du halt so enorm weit, dass du halt irgendwo kannst auf einen Pass fahren oder irgendwo, wo du noch nie gewesen bist und das finde ich halt huere geil. Was hast du für eine Uhr? Ich habe eine Garmin Fenix Pro 7. Ich bin mir nicht genau, ob es genau die richtige Bezeichnung ist, aber da ist sie so eingeblendet. Genau, die habe ich. Okay, das ist eine geile Frage. Wie suchst du dir deine Routen aus? Ich nehme ja nicht an, dass du einfach mal drauf losfährst. Dem Fall kennst du mich zu wenig gut. Ich fahre eigentlich wirklich einfach immer drauf los. Ich meine, wenn ich so lange Trainings habe, jetzt auch in Lanzarote, dann bin ich ja eh sowieso 6 Stunden unterwegs. Dann kann ich einfach mal mich 3 Stunden komplett irgendwo durchfahren und dann habe ich auch immer wieder 3 Stunden zum Zurückfahren. Von dem her bin ich momentan noch recht spontan unterwegs, aber ich habe auch schon mit dem Stefan darüber geredet, dass jetzt kommen dann so Trainingseinheiten, wo wir dann so wie Intervall machen am Hügel. Dort macht es natürlich Sinn, dass ich nachher auch nicht mehr fahre, wo dann schlussendlich auch ein Hügel kommt. Wie viel ist dein VO2 Max? Mein VO2 Max ist glaube ich jetzt bei 53 und an dieser Stelle kannst du mir gerne in den Kommentaren erklären, was das genau bedeutet. Weil ich check das auch noch nicht ganz. Okay, da ist noch eine Frage. Hast du ein Zielziel für den Ironman oder ist primär ins Ziel gekommen? Weiterhin gutes Training. Danke vielmals. Primär, einfach weil ich das erste Mal mache, setze ich mir kein Zielziel, sondern mein Ziel, das ich mir eigentlich setze, ist eigentlich einfach die Trainings möglichst so umzusetzen, wie es mir vorgegeben wird. Weil das ist das, was ich beeinflussen kann. Und dann kann ich mich auch verbessern. Und alles, was dann am Ironman ist,
Das ist dann halt so, wie es ist. Braucht man ein Trainingslager, um den Ironman zu schaffen? Definitiv nicht. Aber ich habe es einfach richtig cool gefunden, jetzt so im Winter. Ich habe das früher auch vom Fußball kennt. Da sind wir auch jedes Jahr ins Trainingslager zu dieser Zeit. Und es ist halt einfach cool, mal eine Woche den ganzen Tag trainieren. Also so am Morgen und am Nachmittag eine Einheit zu machen. Zu dieser Zeit, wenn es halt hier vielleicht in der Kälte ist, sich dort bei optimalen Bedingungen auf etwas voll vorzubereiten. Macht der Flavio jetzt mit? Das müsst ihr ihn fragen. Taggt ihn unter dem Video, wo wir die 10'000 Likes gesammelt haben und sagt @Flavio, machst du jetzt mit? Fragezeichen. Das ist ja eine gute Frage. Wie kann ich so motiviert werden wie du? Also alle die das Gefühl haben, ich bin immer motiviert, mach doch mal extra einen kleinen Zusammenschnitt. Ja, nicht die beste Erholung jetzt gerade gewesen. Ich bin definitiv nicht immer motiviert, aber ich habe mir halt einfach das Ziel gesetzt. Und die Trainings sind so wie kleine Etappen zu dem grossen Ziel. Und sie sind halt nötig, dass man sie macht. Und weil ich das grosse Ziel erreichen möchte, macht es mir ja nicht aus, die kleinen, kleiner gesteckten Ziele, die Etappen zu absolvieren. Das macht ja Sinn, weil ich will ja das machen. Ich will ja den Ironman machen. Aus dem Grund will ich auch die kleinen Trainings machen, die mich dann dort dazu herführen. Was für ein Buch empfiehlst du für einen sportlichen 18-Jährigen, der gerne Neues erlebt, beruflich und privat? Definitiv die Bücher, die ich jetzt gelesen habe, von Jonas Deichmann, sind ein paar richtig coole Abenteuer drin. Und den kannst du nicht falsch machen. Wie finanziere ich das Ganze? Also Großteil oder eigentlich hauptsächlich selber. Ausser die Sachen, die mich eben so ein Unternehmen unterstützen, wie zum Beispiel Sager Zweirad, die mich beim Bell unterstützt. Und bei der Ausrüstung unterstützt mich Shimano Schweiz. Und das sind so die zwei Sachen. Klar, das sind sicher auch die zwei Sachen, die wahrscheinlich mit Abstand am teuersten sind. Aber sonst finanziere ich eigentlich auch alles selber. Also auch das Trainingslager habe ich selber finanziert. Und sonst die Sachen, die man braucht, wie zum Beispiel das Hallenbad-Abo. Oder was braucht man alles? Ein Fitness-Abo? Ja, das finanziere ich alles selber. Haben wir eine Challenge gesetzt, um den Vierwaldstättersee zu fahren? Brauche ein gutes Velo. Wo? Ein gutes Velo, da kannst du beim Sager 2 Akku holen, in Emmenbruck. Das heißt, Kevin, einen ganz lieben Grüß von mir. Und das zweite, um den Vierwaldstättersee kannst du momentan nicht rundherum fahren, wenn du das jetzt machen würdest. Das habe ich nämlich im letzten Vlog probiert. Okay? Und das wäre es auch gewesen von dem halbstündigen Recovery Bike Ride. Es ist richtig unbequem auf dem Home Trainer zu ziehen, nachdem dass ich so ein gutes Rennvelo habe. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht mehr für heute nicht extra das Velo auf die Rolle für die kurze halbe Stunde hier. Gut, aber das wäre es gewesen. Eine Frage war auch noch gewesen, wie ziehe ich das durch mit der Ernährung? Rebecca hat gerade noch Essen bestellt. Ausnahmsweise gönnen wir uns heute Big Burger. Also alles ziehe ich nicht ganz durch. Immer. Zu 100%. Manchmal. Manchmal. Ab und zu. Hier und da. Hier und da. Grüße gehen raus an Romina. Guten Morgen vom Emmenbrücke. Heute ist Freitag. Heute auf dem Plan steht ein lockerer 30 Minuten Recovery Run. Und weil ich auf die 8 noch einen Termin habe für das nächste Video, dachte ich, mache ich den schon am Morgen. Dann habe ich ihn schon dann. Ist noch recht frisch. Aber ich bin gerade am Rocken mit meinen Kurzhosen. And that's it. Es gibt nichts, was erfrischender ist, als ein bisschen Bewegung am Morgen und eine kalte Dusche. Und? Also ich gehe jetzt an den Termin. Das ist für ein Video, das wir am Wochenende aufnehmen wollen. Was es genau für ein Termin ist, kann ich euch noch verraten. Aber ihr werdet es sehen, sobald das Video rauskommt. Bis später. Kurzes Update von heute. Ich bin jetzt auf eine Stunde gefahren. Ich habe noch eine halbe Stunde und es pisst. Meine Hände sind eingefroren. Aber ich fahre jetzt einfach so eine Runde um den Flugplatz herum. Ich hatte eigentlich das Training gestern gehabt, aber ich bin
Samstag auf den Sonntag bin ich jetzt weg für ein Video. Aus dem Grund hängt jetzt das Training am Sonntag am Abend an. Oder ein bisschen am späteren Nachmittag. Ja, das ist jetzt so medium nice. Aber noch eine halbe Stunde, dann habe ich es. Regen macht mir normalerweise wirklich überhaupt nichts. Beim Joggen finde ich es eigentlich noch sogar geil, wenn es einmal regnet. Beim Velofahren ist es auch geil, weil ich bin wirklich top angelegt. Aber so nach einer Zeit werden einfach die Hände sehr kalt, wenn es so fest regnet. In dem Sinne, wenn wir uns nicht mehr sehen, das war es von diesem Vlog. Wir sehen uns nächste Woche.